Hallo, hier ist Kellekind und wir sind hier im Know-how Hotel mit Berlin Music TV und ich gebe jetzt hier ein Interview. Viel Spaß! Beeinflusst vom Chicago House wird Kellerkind als einer der aufstrebendsten Hausmusikinterpreten angesehen. Bereits seit 2008 produziert der Schweizer DJ Marco Biagini elektronische Musik. Auf dem Berliner Erfolgslabel Steel for Talent veröffentlichte er nun sein mittlerweile zweites Album, Music is a Miracle. Und damit herzlich willkommen Marco Biagini, der Mann, der hinter Kellerkind steht, richtig? Ganz genau, ja. Wir sitzen hier, du hast dein neues Album raus und zwar Music is a Miracle. Warum ist es für dich ein Wunder, die Musik zu haben? Ja, also für mich ist Musik insofern ein Wunder, dass es halt in einem extreme Emotionen auslösen kann, Gänsehaut gibt und auch Leute zum Schreien bringt und so weiter. Also für mich halt eine der Sachen, die mich im Leben am meisten berühren, ja. Und du heißt ja in erster Linie Kellerkind, hast aber auf deine ganzen Titel auf dem Album sind alle eigentlich Englisch. Wieso dann Kellerkind und warum nicht irgendwie einen anderen Namen, der internationaler vielleicht ist? Ja, also da habe ich mir jetzt gar nicht so Gedanken gemacht, als ich den Namen angenommen habe. Das ist halt so entstanden, dass ich zu der Zeit so viel im Keller und Musik gemacht habe, dass mein Kumpel mich so genannt hat. Und dann habe ich irgendwann gefunden, ja, wieso nicht gleich das als Artist-Name zu nehmen. So, ja. Und ich glaube, grundsätzlich spielt es nicht so eine Rolle, weil es gibt ja teilweise Artistennamen, die kann man kaum aussprechen, aber es sind trotzdem sehr erfolgreich. Ja. Das stimmt allerdings. Wir sitzen hier wegen genau diesem Album. Ne? Was hast du eigentlich da oben, da vorne drauf für Tiere? Ich habe es nicht richtig erkannt. Sind das Schafe oder alle von hinten aber, oder? Ist das mal aufgefallen? Ja, genau. Wir zoomen das vielleicht mal so rein. Das ist nämlich dein Album. Man merkt bei dem Album vor allem, dass du sehr viele akustische Instrumente benutzt hast. Was ist da deine Intention dabei? Also akustische Instrumente mag ich halt vom Klangbild her schon mal sehr. Wobei ich eigentlich auch Synthesizer-Sachen sehr gerne mag, das ist jetzt nicht so. Ich bin halt total offen eigentlich für Musik, also mir gefällt total viel, aber durch das, dass mir halt auch sehr gut Jazz, Funk, Soul und solche Sachen gefallen, mag ich halt auch Einflüsse aus der Musik in die elektronische Musik einzubauen. Und das sind halt dann auch eher Musikstile, die mit akustischen Instrumenten gespielt werden. So, ja. Was ist denn zum Beispiel für dich der größte Unterschied von dem ersten zu dem jetzigen Album? Ja, also der größte Unterschied für mich jetzt auch vom Arbeitsprozess her war eigentlich, dass ich das erste Mal auch mit Sängern zusammengearbeitet habe. Beim ersten Album halt noch nicht. Und das war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung auch, mal Vocal aufzunehmen und so weiter. Und das war für mich jetzt der größte Unterschied eigentlich auch. Man merkt auch sehr, dass du eine große Liebe zu so warmen, hausigen Sound hast oder so. Ich finde auch, das ist so ein bisschen so ein Markenzeichen von Steel for Talent. Findest du, dass sich dein Sound oder dein Stil auch gewandelt hat? Ja, also ich denke, mein Stil und mein Sound und auch ich als Mensch wandle mich eigentlich ständig im Leben irgendwo. Ja, man bewegt sich halt immer und entwickelt sich auch weiter. Und was ich sicherlich sagen kann, ist eigentlich, seit ich auch 2009, glaube ich, das erste Mal auf Steel for Talent released habe, sind wir glücklicherweise eigentlich parallel, haben wir uns entwickelt und ich glaube auch, dass das Label, so wie ich, haben musikalisch Wandlungen durchgemacht, aber die sich auch immer gut kombiniert haben. So, ja. Du hast ja auch ein Feature drauf, und zwar DJ Jake the Rapper. Den kannte man auch schon bei Oliver Kuletzkis Großstadtmärchen 2. Ist der irgendwie so ein Freund des Labels oder kennt ihr euch irgendwie alle untereinander? Also ich kenne ihn jetzt persönlich nicht mal, aber ich habe halt auch durch das Channel X Album, wo er Snug Descent da schon gesungen hat und auch bei Oliver Kuletzki eben beim Album auch, habe ich seine Tracks immer sehr gemocht und habe mir einfach gedacht, ich frage ihn mal über Facebook an, ob er Interesse hätte. Halt für den Track habe ihn den roh geschickt, eigentlich ohne Vocals, und gefragt, ob er Bock hätte, da was drauf zu singen. Und dann meinte er, ja, er ist dabei. Also ist das eigentlich zustande gekommen. So. Und wie bist du so überhaupt das Album angegangen? Bist du da irgendwie, hast du vor einigen Monaten oder Jahren gesagt, okay, jetzt willst du irgendwie sowas machen oder sowas? Wie geht ein Kellerkind daran? Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich mache ich einfach mal Musik. Ja. Nee, und dann von der Überlegung her, wie ich jetzt das Ganze mache und so, war das eigentlich
also so entstanden, dass Oliver mich gefragt hat nach dem ersten Album, ob ich Bock hätte, ein zweites bei Steel for Time zu machen. Worauf das für mich schon ein großer Motivationsfaktor war, auch gleich ein zweites Album wieder zu machen. Und was ich halt mag an einem Album auch, ist, dass man sich so ein bisschen austoben kann und auch mal was ganz anderes ausprobieren kann, wie jetzt zum Beispiel Itchy Feet, der eine Track, der irgendwie 60 BPM ist und halt mal überhaupt nichts mit Dancefloor zu tun hat. Und ja, das finde ich halt auch immer was Spannendes, gerade bei der Produktion eines Albums, dass man da ein bisschen breiter gestreut fahren kann irgendwo, ja. Ja, du bist ja eigentlich geborener Schweizer, wie wir schon auch hören können und erfahren haben. Dann wurdest du extrem früher von Chicago House, glaube ich, inspiriert, ne? Ja, also Chicago House, Hausmusik grundsätzlich Anfang der 90er Jahre hat mich sehr geprägt auch auf jeden Fall, ja. Das dann warst du ja auch mal beim anderen Label gesigned erstmal, dann jetzt bist du bei Steel for Talent in Berlin. Was hast du überhaupt mit Berlin eigentlich am Hut? Was habe ich mit Berlin am Hut? Ja gut, mittlerweile habe ich sicherlich viele Freunde in Berlin auch, über das Label halt. Aber grundsätzlich, ich denke mal, die Musik verbindet mich mit Berlin, so würde ich jetzt so sagen. Ja. Und Oliver habe ich eigentlich in Bern kennengelernt, an einer Party, wo wir zusammen gespielt haben. Und daraufhin ist das alles so Schritt für Schritt irgendwie entstanden, ja. Und hast du so einen Lieblingsplatz in Berlin oder irgendwo, wo du dich gerne aufhältst? Bei Nico Schwind. Und macht ihr auch zusammen Musik? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch schon diverse EPs zusammen gemacht. Also die eine war eine gemeinsame auf Steel for Talent, wo er Tracks gemacht hat und ich. Und dann haben wir aber auch für Light My Fire jetzt eine zusammen gemacht, wo wir beide auch zusammen produziert haben, bei ihm im Studio, und da bin ich natürlich auch immer wieder gehen. Und ja, passt auf jeden Fall musikalisch auch ganz gut. So, yeah. Ja. Findest du denn, wenn du jetzt mit diesen Leuten arbeitest, dass es so eine Art Berlin-Sound gibt? Puh, also ich denke mal, dass Berlin grundsätzlich die elektronische Musik weltweit schon prägt. Es gibt halt sehr viele Labels, Künstler und so weiter, die in Berlin wohnen. Aber so den typischen Berlin-Sound wäre jetzt für mich schwierig, das zu beurteilen. So, ja. Aber kriegst du das vielleicht auch in der Schweiz mit, dass du irgendwie, ach, das ist bestimmt wieder ein Berliner, oder hört man so ein bisschen was raus, selber als Produzent und DJ? Ja, also es gibt natürlich Künstler, bei denen ich jetzt sagen würde, ja, das ist der Künstler. Und dann durch das ich natürlich oftmals weiß, wo die herkommen und so, kann ich schon auch ein bisschen zuweisen. Aber ich denke, das ist dann eher auf den Künstler bezogen, als auf die Stadt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Heute Abend spielst du ja im Watergate. Und zwar ist es auch gleichzeitig deine Release-Party. Auch noch andere Steel for Talent-Künstler sind dabei. Und auch noch, genau, welche Formatik, genau. Ja, genau. Hier Format B und Anthem, genau, spielen heute auch alle. Sorry, jetzt sind mir die Namen gerade weg gewesen. Wie ist das für dich? Warum ist das ein Zusammenschluss von den beiden Labels? Also ich denke natürlich, die beiden Labels, die kennen sich ja bestimmt auch schon sehr lange, ja, und dadurch ist es bestimmt auch zustande gekommen. Auch Format B, die das Formatic-Label haben, haben ja auch auf Steel for Talent schon Release, und ich denke, das verbindet die beiden schon, ja. Was erwartest du dir denn so von einer eigenen Release-Party? Boah, gute Frage. Also für mich erstmal ist es natürlich sehr schön, dass ich jetzt auch schon weiß, dass auch Freunde aus der Schweiz hier sind, um das mit mir zu feiern. So, ja. Und grundsätzlich erwarte ich mir einfach einen tollen Abend im Club mit guten Freunden, wo wir ja, das, die Arbeit des vergangenen Jahres ein bisschen ausfeilen können, sage ich mal. Ja. Und wie sieht so ein Kellerkind hinter den Turntables aus oder am Rechner, oder wie machst du das da? Ja, also wie sehe ich da aus? Ja. Nicht jetzt nur optisch, sondern auch aktionsmäßig. Ja, also ich denke bestimmt leidenschaftlich mit dabei, ja. Und ja, ich feiere halt selber auch gern, muss ich sagen. Ich bin auch immer gern noch nach meinem Set im Club und höre auch immer gerne andere DJ-Sets zu, und ja, ich glaube schon, dass ich eigentlich daher, also leidenschaftlich mit dabei, passt wahrscheinlich am besten. So, ja. Ich habe ja vorhin angesprochen, dass ich finde, dass du sehr akustische Instrumente benutzt. Kannst du dir auch vorstellen, so mit Live-Musikern aufzutreten in der Zukunft?
Ja, also das war natürlich schon eine Sache, die mir auch sehr viel Spaß machen würde, auch jetzt im Produzieren eigentlich, mal mit Gitarristen zusammenzuarbeiten oder auch mit Drummern und so, weil ich denke halt, das gibt der Musik schon nochmal einen gewissen Flair, den man rein elektronisch vielleicht nicht jetzt gerade so hinkriegt. Wer weiß, ich würde es auf keinen Fall ausschließen, sowas. Ja. Ist denn dein Album dann eher fürs Wohnzimmer gedacht oder für den Club? Ich denke, das ist gemischt. Also ganz klar mag ich das auch, eben wie gesagt, im Album so einen Spannungsbogen zu erzeugen, wo es halt Musik drauf hat, die man vielleicht noch eher zu einer gemütlichen Stunde hört und so weiter. Aber für mich ist es halt auch wichtig, dass ich Tracks dabei habe, die ich auch selber gerne spiele als DJ und zu denen ich auch selber gerne tanzen würde, sage ich mal. Ja. Ja, du, wunderbar. Dann wünsche ich dir eigentlich noch ganz, ganz viel Spaß heute Abend im Watergate. Ja. Hast du noch was loszuwerden? Irgendwelche Termine oder irgendwas, was wir noch wissen müssen? Ja, also auf jeden Fall heute Abend im Watergate, ja. Und morgen bin ich dann halt schon wieder in Bern und werde da weiter feiern, aber... Und du tourst bis Januar, ne? Ja, also sicherlich bis Ende Jahr, jetzt im Januar auch noch und... Wahrscheinlich das ganze nächste Jahr auch viel am Auflegen, ja. Und ich hoffe, das geht noch eine Weile so weiter auf jeden Fall. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Und ja, und wenn ihr da draußen noch mehr Interviews sehen wollt,